Ich zeige euch heute, wie es Platz 1 der Welt geschafft hat, Miko innerhalb von wenigen Stunden von 0 auf 1250 Trophäen auf Rang 35 zu pushen, nur in Solo-Showdown. Viel Spaß! Und damit sind wir mittendrin mit seinem allerersten Spiel auf Rang 1, 0 Trophäen mit Miko. Ja, aber wir sehen schon mal die komplette erste Lobby voller Mikos. Jetzt hier ein Cube, vier Cubes gegen ihn, er kommt hier gerade noch so weg irgendwie. Oh mein Gott, das war schön gedodged. Also hier sehen wir schon mal, was er natürlich schon verstanden hat, man kann den Brawler sehr gut nutzen, um eben auszuweichen. So, und jetzt geht's hier in die entscheidende Showdown-Phase. Was wir schon mal sehen können, er nutzt hier sehr, sehr schön die Ult natürlich, vor allem, die man gut natürlich einsetzen kann. Und jetzt haben wir hier einmal den Knockback, den er trifft und damit... Tja, was ist denn das? Jetzt, gedodged, holt er sich den ersten Platz. Wow. Also, sieht, die ersten 10 Trophäen waren für ihn schon mal ultra hart. Das ist krass. Wir sind jetzt schon 40 Minuten später. Die Lobby ist immer noch voller Mikos und das hier ist das entscheidende Spiel für Rang 10. Er spielt weiterhin ohne Star Power oder zumindest nicht mit der richtigen Star Power, was ich echt absolut verrückt finde. Aber wir sehen, er ist jetzt hier schon, na, wobei viel besser ist es noch immer nicht, hier mit den Dodges. Aber das Niveau wird es schon mal gut gestiegen sein. Kill Nummer 2, er nutzt vor allem hier sehr schön zwei Sprünge und jeweils das Gadget, um den Kill zu machen. Er dodgt hier den Jump, sehr schön gemacht und, oh, springt mal daneben. Holt sich jetzt hier den Win und damit auch die 140 Trophäen, Rang 10 erreicht. Link zu seinem YouTube-Kanal und allen Quellen ist wie immer übrigens in der Videobeschreibung. 30 Minuten später, wir sehen nur noch zwei Mikos in der Lobby, denn er ist schon einer der höchsten Mikos jetzt weltweit. Das ist das entscheidende Spiel für Rang 15, also für 300 Trophäen. Und jetzt sehen wir schon mal langsam, wie er sich hier geschafft hat abzuheben. Also erstmal hier der Crow-Kill. Ich denke auch gegen die anderen Brawler ist es tendenziell leichter, weil ja, die halt nicht ganz so leicht dodgen können wie die anderen Mikos. Da muss man halt nur hin und her jumpen. Und direkt zwei Kills. Und gerade auf dieser Map ist es halt super entscheidend, weil es hier eben keine Cubes gibt. Und jetzt bin ich wirklich mal langsam sehr gespannt. Schaut euch das jetzt hier an. Natürlich gegen die Distanz-Brawler sehr krass. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Also das ist schon eine ganz andere Dominanz hier. Und ihr müsst ja überlegen, solange noch Mikos in seiner Lobby sind, kann er ja nicht ganz oben sein. Weil logischerweise gibt es auch noch Mikos, die dann höher sind als er. Also noch ist er bei weitem nicht Platz 1 der Welt, wie er dann ja am Ende natürlich hinkommen wird. Nächster Kill am Stu. Also noch ist er sehr offensiv. Ich denke, das wird sich noch verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis zum Ende so ungefähr gespielt hat. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann vor allem, es wird halt sprunghaft gehen gleich, ne? Da ist hier nochmal der andere Miko, er holt sich easy den Kill und das bedeutet jetzt relativ schnell, nur eine halbe Stunde später Trophäen mehr als verdoppelt. 300 Trophäen. Krass. Und hat immer noch keine Star Power, sehe ich gerade. Und nicht den Hypercharge, hä? Lol. Es geht da gerade ins Menü, gerade in der Sekunde sage es. Er kauft zwar erstmal Schildgear. Schild und Damage, okay. Wir sind es einfach mal eine Stunde später und er ist jetzt bei der entscheidenden Runde für Rang 20, also 5er Trophäen und kein einziger Miko ist hier auch mehr in seiner Lobby, also gehört jetzt schon zu einem der oberen Mikos weltweit. Er ist, würde ich jetzt mal schätzen, noch nicht mal Top 100 weltweit, wenn überhaupt, aber er ist schon gut dabei. Er hat immer noch nicht die Star Power und er spielt weiterhin ohne zu teamen, was ich sehr gut finde und er spielt sehr offensiv, was wir auch sehen. Aber nicht vergessen, noch ist das Gameplay für ihn auf wahrscheinlich sehr niedrigem Niveau, das bedeutet... Oh je, der Crow hätte das Angst sehr gut, jetzt muss er aufpassen. Okay, er geht raus. Also auch schon mal ein wichtiger Tipp, glaube ich, was man sieht. Er geht zwar aggressiv, aber wenn er weiß, er kriegt den Kill nicht, dann springt er einfach weg. Das ist halt das Krasse beim... Oh mein Gott, er geht nicht an... Ich wollte gerade sagen, er geht einfach von Frank? Oh mein Gott, aber das war ein sehr gewagter Try. Aber das nutzt er jetzt gut aus mit der Ulti, um jetzt hier abzuhauen. Er will jetzt wahrscheinlich den QP sichern, ja. Das ist auch interessant. Ist hier auch direkt auf die Pam drauf. Ja, und auch wieder so viele Kills in der Runde. Top 3. Das sind die 500 so gut wie. Zack, hier auch einmal den Crow bekommen. Spike ist jetzt hier auch im Start. Schön abgewartet auf die Ulti. Oh, gar nicht mehr perfekt jetzt hier. Oh. Der Damage wird allerdings auch zu krass hochgescaled bei dem Brawler. Das ist, glaube ich, noch ein Bug. 500 Trophäen, das ist krass. Er konnte mit einem Schuss 5000 Schaden machen, hä? Jetzt wird es spannend. Wieder etwa eine Stunde später ist er jetzt in einem entscheidenden Match für 750 Trophäen. Und das ist, finde ich, zumindest mal langsam schon ein ordentliches Niveau. Und weiterhin spielt er ohne Star Power... Und er spielt auch komplett offensiv. Also er nutzt jetzt hier die Angriffe eher, um direkt sehr, sehr früh seine Ulti aufzuladen, merken wir. Er nimmt sich hier den Cube, geht super, super offensiv herein. Schau dich das an, wie offensiv hereingeht. Nutzt Soul Gadget hier. Er hat weiterhin keinen Munitionsklau. Was ist das denn? Also langsam finde ich das echt krass. Und er teamt auch weiterhin nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er es ohne Teaming geschafft hat. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Hier die Maze natürlich auch ein Easy Kill. Kein Teaming. Er geht nicht drauf ein. Schickt hier die Pins raus. Also dafür muss man den wirklich schon mal feiern. Also allein ohne Star Power zu spielen, finde ich schon mal krass, weil die ist so wichtig mit dem Munitionsklau. Die wird er bestimmt noch holen später. Aber das ist wirklich krass. Er geht ja auch voll offensiv auf die Rosa, auch ohne. Das finde ich auch irgendwie, ich hätte das niemals gemacht. Er geht da so offensiv, obwohl er nicht mal die Star Power hat. Er hat auch kaum Schüsse. Er slowt und killt. Total offensiv. Das Ding ist, jeder Cube scaled halt krass hoch. Also ich
Ich glaube, es ist aktuell ein Bug noch beim neuen Brawler, dass er zu viel Schaden macht mit Cubes, irgendwie habe ich das Gefühl. So, er nutzt jetzt hier die Ulti, um auf die Piper zu gehen. Distanzbrawler natürlich am besten, kann er nämlich auch easy dodgen, wie ihr seht. Also Distanzbrawler immer sein favorisiertes Ziel praktisch. Was ist noch am Start? Und das ist ein easy win wieder für ihn und das bedeutet, das ist krass. Jetzt hier 750 Trophäen und jetzt ist als nächstes Rang 30 dran. Und damit, das ist jetzt ein Riesenjump. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange er gebraucht hat. 2 Stunden später. Und das hier ist die entscheidende Runde für 1000 Trophäen für Rang 30. Der Niveausprung von 750 auf 1000 ist, finde ich, nun mal sehr groß. Und die Frage, die ich mir... Was? Also erst hat er die Star Power bekommen, was natürlich schon mal nicht verwunderlich ist. Also auf 1000 Trophäen braucht er die auch langsam. Aber er teamt immer noch nicht. Oder doch? Oh, doch, er teamt. Aber es war zu befürchten. Oder er teamt doch nicht. Nee, okay. Also man sieht es schon leider, aber ihr wisst ja, Showdown ist sehr schwierig. Er ist natürlich trotzdem eine kranke Leistung. Okay, wir sind jetzt sehr gespannt, wie er das gemacht hat. Wie er hier taktisch spielt. Auf 1000 Trophäen. Ulti ist bereit. Er geht jetzt hier auf die Eve. Okay, mal schauen. Also weiterhin sehr, sehr offensives Gameplay. Er muss es hier trotzdem natürlich die Runde gewinnen. Er muss sich auch natürlich gegen die anderen Teamer trotzdem durchsetzen. Also was wir eben immer wieder sehen, er lädt hier seine Ulti an der Maisie auf und dann nutzt er eben die Ulti, um offensiv auf die anderen Brawler zu gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Taktik scheinbar. Genau, wir sehen es hier immer wieder. Jetzt die nächste Ulti steuert hier auf die Mag drauf, die hier ein bisschen weiter weg steht. Und die wird es hier doch schon ganz schön gut rausgenommen. Ja, keine Chance, okay. Und so wird das Ganze hier funktionieren. Was ich mich vor allem frage, wie wird er halt am Ende immer spielen, wenn halt die ganzen anderen Teamer natürlich noch am Leben sind. Die muss er ja dann trotzdem rausnehmen, um gut Plus zu machen. Aber wir sehen, mit der Ulti ist es halt krass, ne? Das ist halt echt krass. Einfach immer wieder diese Ulti nutzen, hier der nächste Kill. Er kriegt auch vor allem dadurch die Cubes und die erlauben ihm das auch. Weil sie auch wissen, sie kriegen ihn eh nicht gekillt. Nächste Ulti. Boah. Nächstes Ziel ist es hier der Buster. Okay, es ist eigentlich jetzt hier natürlich immer wieder einfach dasselbe. Boah, das ist natürlich, das ist schon krass OP, muss man wirklich sagen, als Taktik. Ne? Aber ich hätte es natürlich mehr gefeiert, sage ich ehrlich, wenn er das ohne Teaming schaffen würde. Aber er hat es immerhin ohne Team, hat er schon gezeigt, dass er es easy schaffen kann. Auf 750 easy geschafft. Schaut euch das jetzt an. Okay, die Frage ist natürlich jetzt trotzdem, wie will er die Runde jetzt hier gewinnen? Es sind natürlich auch noch seine Teammates am Start, die natürlich auch am Ende natürlich auch die Trophäen wollen. Und wir sehen, das ist halt so krass mit Miko, ne? Er ist so gut wie unsterblich. Ult von Cordelius auch gar kein Problem. Er nimmt ihn hier raus, geht wieder in die Mitte. Der Fang kommt jetzt hier. Ja, das ist easy Platz 1. Es ist halt krass. Da sieht man auch wieder, wie stark Miko ist für Showdown. Plus 8, 1000 Trophäen geschafft. Und jetzt bin ich halt gespannt. Denn jetzt kommen wir zu den Rang 35 Games. Auf geht's. Viele, viele Stunden später haben wir jetzt die letzten 3 Spiele für Rang 35. Und er ist kurz davor, Platz 1 der Welt zu erreichen. Wie das Ganze jetzt aussieht, das Gameplay auf diesem Niveau, werden wir jetzt hier natürlich sehen. Also ja, es war halt irgendwie zu befürchten. Er wird weiterhin dasselbe machen. Ne? Er sucht sich hier ein Team. Er kann halt nicht gekillt werden, weil er eben immer wieder wegjumpen kann. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich bin natürlich jetzt wie gesagt nicht der größte Fan von den Teaming-Runden. Trotzdem natürlich sehr interessant zu sehen. Und was ich eher wissen will, wie er halt am Ende es natürlich schafft, dann zu gewinnen. Gerade wenn, ja, natürlich die ganzen Teamer dann auch weg sind und halt auch gegeneinander dann spielen. Wir schauen es mal an. Die Taktik ist an sich weiterhin, wie ihr seht, dieselbe. Er nutzt die Ulti, um eben an die anderen Brawler ranzukommen. Die können da auch gar nichts machen, vor allem die Distanz-Brawler natürlich. Und ja, dann macht er immer dasselbe, lädt die nächste Ulti auf und geht immer wieder dann offensiv. Doch aus dem Nichts kommt plötzlich hier so ein Buster aus dem Busch. Und auch da ist eben Miko wieder perfekt. Er kann hier schön Druck machen, kann perfekt direkt wegjumpen. Und da sehen wir auch einfach, warum der Brawler natürlich so gut geeignet ist für Showdown. Jetzt geht er hier perfekt auf den Buster drauf. Der Buster denkt sich auch so perfekt. Und killt hier halt auch ohne Probleme den Buster, ne? Das ist halt krass. Okay, nicht vergessen, trotzdem, Platz 4 gibt, glaube ich, sogar noch plus minus 0 oder sogar minus. Ich weiß es gar nicht genau auf dieser Höhe. Wir sind jetzt auf 1250 Trophäen fast. Und ihr seht, die Teamer hören jetzt auch auf. Jetzt ist nämlich die spannende Phase. Wie wird er sich jetzt durchsetzen? Also wir sehen, ich glaube, er muss sich gar nicht groß durchsetzen. Die nehmen sich schon irgendwie selber raus. Und gerade gegen Piper, die, glaube ich, noch im Spiel ist, oder Charlie, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ist es halt leichtes Spiel für ihn. Na, die nehmen sich hier gegenseitig raus. Das ist halt crazy, ne? Die probieren es gar nicht richtig. Das ist so verrückt. Miko ist so stark einfach, hä? Am Ende dann 1244. Wenn er dieses Spiel gewinnt, würde ihm eine Trophäe für Rang 35 fehlen. Wir schauen rein. Ich muss ehrlicherweise sagen, er hat schon echt solide gespielt, vor allem ohne Star Power und ohne Teaming bis Rang 25. Jetzt beeindruckt mich vor allem, wie stark Miko einfach ist. Also, das war ja insane. Die haben gar nicht versucht, ihn anzugreifen. Ich bin einfach mal gespannt, wie es jetzt hier in den nächsten Games läuft. Also, wir sehen, wieder relativ ähnlich. Einer wird hier rausgenommen und
ja, ich bin einfach mal gespannt, wie er sich jetzt hier natürlich anstellt. Ja, wieder ähnliches Prinzip, ne? Es wurden schon einige rausgeteamt und jetzt hat er eben wieder seine Ulti. Die arme Pam, Junge. Die arme Pam wird hier in die Ecke gedrängt. Er nutzt hier die Ulti, kriegt die Pam raus und ja, damit hier der nächste Kill. Und er failt, er failt. Oh mein Gott, er ist aus Jumppad gekommen. Und trotzdem kommt er noch raus. Boah, das kann doch mal schief gehen, ne? Meine Güte. 5 Brawler noch am Leben. Jetzt wird es nochmal spannend. Nicht vergessen, er macht, glaube ich, mit Platz 5 sogar noch Minus. Cordelius nimmt jetzt hier Piper in ihre Schattenwelt. Er wartet jetzt hier ab, hat halt vor allem den Munitionsklo aktiviert. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So, und jetzt ist halt das Krasse. Alle fighten. Und ihr habt als Miko einfach die Ulti. Und ihr könnt hochjumpen. Ihr könnt sogar in die Giftwolken gehen. Ihr kriegt im Giftwolken keinen Schaden. Er landet irgendwo safe, wartet hier ab. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, ich bin einfach beeindruckt, wie stark dieser Brawler ist. Es ist unfassbar. Das war jetzt, finde ich persönlich, nicht ultra krass gespielt. Es war vor allem einfach, dass Miko total OP ist. Aber er hat natürlich clean, sauber, taktisch gespielt. Gar keine Frage, ne? Hier mal ein Screenshot von seiner Lobby. Auch interessant zu sehen. Die schlechtesten sind so auf 900 Trophäen, 850. Und dann halt hier einige mit 1218 einer, 1100 und auch 1100 nochmal. Achso, im Viertel ist eine Trophäe. Ne, habe ich vergessen zu sagen. Im Viertel ist eine Trophäe für Rang von 35. Das ist halt echt crazy. Bevor wir jetzt das entscheidende Game für Showdown sehen, haben wir hier noch das entscheidende Game für Rang 35 in Brawl Ball. Damit ihr auch mal im Vergleich seht. Natürlich ganz wichtig, wie man den auch in 3 vs 3 spielen kann. Und wir sehen vor allem, er wartet immer ab, bis er seine Munition aktiviert hat, macht dann eben den Kill, springt vor allem auf Distanz-Brawler, wie in dem Fall Spike. Und hier will er vor allem den Jump nutzen, um ein Tor zu schießen und scheitert nur ganz knapp und regt sich dementsprechend doch auf. Und sie kriegen hier sogar das Gegentor im entscheidenden Game. Überlegt mal, er hat Stunden gespielt für Rang 35. Er springt übrigens nicht auf den Ball. Das habe ich ja im Speedrun gemacht für Rang 25. Macht das auf gar keinen Fall, wenn ihr höher seid, nur wenn ihr schnell gewinnen wollt. Und wieder auf den Spike mit dem Munitionsklau. Hat, glaube ich, einmal kurz gefailt sogar, aber kriegt wieder den Spike und immer dieses Munitionsklau eben aufgehoben. Slow nochmal genutzt und das könnte jetzt hier der Ausgleich werden. Nee. Ganz wichtig, sobald er die Ulti hat, nutzt er auch wirklich die Ulti. Solange er natürlich nicht im Fight ist. Das wäre natürlich extrem dumm. Er kann jetzt hier den nächsten Kill dadurch easy machen. Geht hier auf die Sandy drauf, schafft es aber nicht, sie zu killen. Oh mein Gott, ich merke schon, die verlieren das jetzt. Schön gedodged. Der Ball bleibt weiterhin vorne. Jetzt kann er auch hier zweimal über Wände jumpen, um so eben die Kontrolle wieder zurückzukriegen. Und die Sandy wird jetzt hier auch nochmal eingekesselt. Er geht jetzt hier drauf. Junge, noch eine Minute. Die müssen es hier wirklich scoren. Hypercharge jetzt aber auch. Hypercharge aktiviert. Nicht aktiviert. Aber Hypercharge wäre theoretisch bereit. Und jetzt ist hier das Tor. Okay, 1-1. Das heißt jetzt, er braucht das Tor. Er nutzt nicht den Hypercharge für den Jump. Auch sehr interessant. Er will den Hypercharge ausnutzen, um danach mehr Value rauszukriegen in den Angriffen. Werden wir jetzt hier sehen. Zack, zack, zack. Okay, er nutzt jetzt den Hypercharge. Es ist unfassbar. Schau dich an, wie OP das ist. Und das ist Rang 35 für ihn. Hier nochmal ein Brawler im Vergleich gezeigt, dass ihr mal nur wisst, wie man ihn in 3 vs 3 spielt. Hier übrigens die Stats 8:3, ne? Nur um mal zu verstehen, wie stark der Brawler ist. Vor allem gegen Distanz-Brawler oder Brawler, die nicht viel Leben haben. Und da ist der Rang 35er. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, wie das Ganze in Showdown und mit Platz 1 der Welt aussieht. Und das hier ist jetzt die entscheidende Runde. Nicht nur für Rang 35. Bei ihm fehlt ja noch eine Trophäe für Rang 35, sondern es ist wirklich das entscheidende Game für Platz 1 der Welt. Denn da die meisten, die einfach in Brawl Ball gepusht haben, nur 3 Trophäen bekommen, kriegt er ja für Platz 1 5 Trophäen. Wenn er diese 5 Trophäen kriegen würde, wäre er 4 Trophäen über Rang 35 und damit eben auch über den ganzen 3 vs 3 Pushern und damit auf Platz 1 der Welt. Und das bedeutet, wir gehen rein in das entscheidende Game. Nicht nur für Rang 35, sondern Platz 1 der Welt, wie gesagt. Und schauen uns jetzt hier mal einfach an, was passiert. Colt wird rausgenommen, er bleibt gut drin. Hat jetzt hier den einen Cube und freut sich natürlich schon mal, macht jetzt hier den Pin. Und es ist wirklich immer dasselbe. Er macht direkt wieder die Ulti. Der El Primo wird hier ausgegrenzt. Er kann sogar auf einen Tank drauf jumpen mit 12.000 Leben. Und ihr denkt jetzt vielleicht, er muss sterben. Aber er kann halt nicht sterben, weil Miko einfach immer wieder wegjumpen kann. Wieder dasselbe. Das ist krass, es geht da hier auf den Boat drauf, leitet die Ult wieder auf, kann sich auch vor allem alle Cubes nehmen, was so unfassbar wichtig ist. Ich denke, wie gesagt, aktuell ist es noch ein Bug für den neuen Brawler, dass er irgendwie zu viel Schaden macht, wenn er Cubes hat, weil er macht dann irgendwie plötzlich 5000 Schaden statt 2000. Das ist ja normalerweise nicht der Fall bei 2 Cubes, also eigentlich müssten es ja 20% sein. Und er ist jetzt schon Top 5. So, das würde jetzt noch nicht reichen für Rang 35. Für Rang 35 muss er, glaube ich, mindestens Top 3 werden oder Top 4, ich weiß es nicht genau, sagen wir Top 3. Für Platz 1 der Welt muss aber wirklich Platz 1 ist hier in Solo-Showdown erreichen, ansonsten reicht es nicht. Er muss die plus 5 Trophäen mitnehmen und dann ist er Platz 1 der Welt. Okay, er hat es ja alles bereit, da oben wird der nächste rausgenommen. Ein Platz noch für Rang 35.
Er hat die Ulti jetzt hier. Er hat auch das Gadget noch übrig. Auch nicht schlecht natürlich. Und wir sehen die Taktik wieder dieselbe. Er muss sich gar nicht einmischen. Miko ist einfach ein Brawler. Für Knockout auch übel krass. Für Kopfgeldjagd oder Eliminierung wahrscheinlich auch. Wo man halt einfach überleben muss. Er ist einfach ein Brawler, den man einfach nicht bekommt. Der einfach nicht stirbt. Es ist unfassbar. So, wir sehen es hier. Er geht wieder bei außen. Er hält sich jetzt am besten an die Mac. Warum Mac? Weil die am wenigsten Bedrohung, die kleinste Bedrohung für ihn ist, sage ich mal. Ne? Die hat keinen Cube. Die kann ihn auch im Nahkampf nicht killen. Und er geht einfach weg. Er geht einfach in die Ecke nach oben zum Jumppad. Er geht dahin, hat noch seine Star Power übrig. Macht jetzt hier einfach mal einen Pin. Er lässt die anderen einfach fighten. Er muss nichts machen. Er kann easy gleich reinjumpen. Und jetzt wieder dieselbe Taktik. Er nutzt nicht seinen Jump. Wäre ja auch dumm, weil dann ist der Munitionsklau ja auch weg. Sondern er geht einfach rein. Und das ist es einfach. Das ist es einfach. Das ist es. Das ist das Gameplay für Rang 35. Das sieht doch so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber ich meine, er hat doch jetzt nicht irgendwas Bahnbrechendes gemacht, die Runde. Es ist unfassbar, wie krass OP dieser Brawler für Showdown ist. Aber er hat es perfekt verstanden, wie er den Brawler spielen muss. 1254, er hat Platz 1 der Welt geschafft damit. Es ist unfassbar, oder? Wie krank der Brawler ist, weil viele sagen, der soll schlecht sein. Wie immer, schaut gerne vorbei auf jojonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung für meinen neuen Weihnachtsmerch, der noch bis Weihnachten verfügbar ist. Zu jeder Bestellung gibt es eine von mir unterschriebene Autogrammkarte. Bis dann, haut rein, danke fürs Zuschauen und da ist auch der Abspann verlinkt. Lasst doch gerne ein Abo da für mehr Videos und ciao.